So, da sind wir gleich. Naja, aber vielleicht kannst du die... Wo bin ich denn? Vielleicht kannst du die, die Tanks von den Starfarer abschrauben. Wo muss ich denn hin? Da. Aber wenn die Starfarer... Ja, brauchst du aber einen großen Laderaum für. Wenn die Starfarer 50.000 gekostet hat, ich meine, was willst denn du da an Wert rausholen? Eigentlich sind wir da mit zwei Walscher schon ein bisschen zu wenig, oder? Eigentlich müssten wir da schon mit deiner Reclaimer ankommen. Kann man das Salvaging-Ziel nicht direkt als Ziel nehmen hier? Was kann man direkt als Ziel nehmen? Ja, zum Hinspringen. Ich glaube nicht. Was ist immer alles so weit weg hier, wo wir müssen? Warum kann ich denn da nicht? Ich habe da gerade ein paar Probleme hinzukommen. Ich will zu dem Salvage-Ziel. So, jetzt. Ja, noch ist keiner in der Nähe, dass man jemanden direkt anspringen kann. So. Bin da, wer noch? Naja, fast. Eigentlich ist der Wolfi schon da. Was? Ich bin da. Zumindest am dichtesten da. Eigentlich kann man den Wolfi anspringen, ja. Dann spare ich mir mal den ganzen Heckmeck und spring Wolfi an. Wo ist ein Wolfi? Na. Party-Member. Zack. So, komm her, Wolfi. Lass dich anhopsen. Wolfi kennt, fliegt der sowieso jetzt erstmal vorbei. Ja, genau, das passiert mir sicher gleich wieder. Hallo Wolfi. Hallo. So. Ich kann mich anspringen, weil ich bin ziemlich weit weg. Oder mich. Auch direkt daneben. Da ist noch ein Schiff. Was ist denn das? Ach, das ist Direx. Okay. Direx ist direkt daneben rausgekommen. Ja, deswegen habe ich auch gerade gemerkt. Wenn ich anspringt, dann ist immer ungefähr 10 Kilometer weg. Mal die Waffen abschrauben bei dem Ding. Mhm. Was denn? Die Container abbauen vielleicht. Die was? Ja, die Treibstoff. Ja, die theoretisch denke ich mal, könntest du die abbauen. Das wäre ja cool. Da müsste man ja mit einer kommen. Ja, aber was für ein Schiff willst du die Dinger lagern? Ja, mit einer C2. Ja, eben. Ich glaube, selbst eine C2 ist zu klein. So, jetzt nicht erschrecken. Ich park mal direkt neben dem Cockpit und baue erstmal die dicken Backenwaffen ab. Und den oberen Geschützturm. Ich helfe Flecki mal. Und habe ich hier nichts zu tun. Ich steck mal aus und schau nach, ob ich sterbe, weil ich den Helm vergessen hab. Soll ich schon mal anfangen mit Hülle abbauen? Ja, kannst ja machen, solange du musst nur aufpassen, dass du nicht uns triffst. Juhu, ich lebe. Was hast du vor? Wo gehst du hin, Wolfi? Ich baue die großen... Genau. Was möchtest du damit sagen? Ich gehe noch kurz was holen. Bitte artikuliere dich genauer.
komm rein, Rabbit. Kannst du die da bitte selber platzieren? Ja. Weil wenn ich die platziere, Rabbit, wenn ich die platziere, dann benehmen die sich so komisch, wenn du die reingebracht hast. Kann man die irgendwie drehen? Ja, R gedrückt halten. Ja, R-Taste gedrückt haben. Und damit die auch Maus bewegen. Wo bin ich denn? Da. Was hast denn du gerade vor? Hey, Fleck, guck mal. Ja, ich sehe, weiß ja gar nicht, wo du bist. Nimm die Waffe aus meinem Gesicht. Pack die nächste Station. Pack die jetzt da rein. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Ja, okay. Ja, nehmen wir mal das Ding hier ab. Kann man das nicht abbauen hier? Ich hab erzählt, ob das geht. Boah, ist das eine Riesenfumse. Hier, Klasse 4 Kanone. Welch? Was ist Mauerplatz da, Redbeard. Ja, Klasse 4 Kanone mit Traktorstrahl im FPS-Modus. So, da liegt sie gut. Ja, benimmt sich ein bisschen komisch, aber ja, wird schon gehen. Warum kann ich diese blöde Station nicht erwischen? Gottes Willen. Was hast denn du, was machst du denn da, Wolfi, wenn ich mal fragen darf? Ich will, ja, ich dachte, ich hole einen Starfarer für die Container zum Abholen. Das Starf? Ach so, eine andere Starfarer meinst du? Schaut, ob das gehen würde. Ach, du bist jetzt gar nicht mit der Walscher hier, oder wie? Ja. Wie ja? Artikulier dich mal! Doch, aber da geht doch, geht das ja nicht rein. Wolfi, da passt ja nichts rein. Moment mal, anders gefragt. Wolfi, wo bist du gerade? Wo physisch, wo bist du gerade? Ah, okay, ich sehe dich. Wolfi macht komische Dinge. Neben euch? So, die oberen, vom oberen Geschützturm hast du schon die Waffen, ne? Zur Station, aber die Bert? Ist nicht erreichbar. Hinten dran sind noch zwei Geschütze. Ach, bin ich bei, ja. Okay. Ja, bin ich bei. Ich will ja nichts sagen, aber man kann in der Tat mit dem Traktorstrahl die großen Tanks anvisieren. Ich könnte die abrupfen, aber mit was soll man die transportieren? Ich habe einen abgerissen, deswegen wollte so. Ich ja. Und man kann übrigens auch den Andockstutzen hinten ja, abreißen. Ah, wie geil ist das bitte? Aber nichts davon wird bei uns reinpassen, das ist das Problem. Ich will zur Station, aber ich krieg sie nicht hin. Na, dann nimm sie doch mit der Karte ins Visier, Wolfi. Soll Wolfi doch nochmal los? Wolfi, wir brauchen einen größeren Laderaum. Krieg den. Wolfi, hast du mir zugehört? Wolfi! Die Station ist da. Wolfi, nimm doch, Wolfi. Wolfi, hört ja, mir nicht zu. Ja, ich wollte ja. Mit der Karte, ja. Mit der Karte. Ich hole Laderaum. Er holt Laderaum. Was holst du für einen Laderaum? Ja, ich habe jetzt endlich das Visier. Was das Ding anvisiert. Redbeard, räum die doch mal richtig rein hier. Das sieht ja alles furchtbar aus. Nimm doch lieber eine C2. Ich wollte gerade sagen, nimm doch keine Starfarer, nimm eine C2, Wolfi. Ja, total großartig, was aufräumen. Ich weiß es nicht, es sieht ganz furchtbar aus da hinten. Okay. Nimm eine C2, Wolfi, da müssten die reinpassen. Wir brauchen mehr Laderaum. Ich weiß noch nicht, wo wir das verkaufen, das Zeug, ehrlich gesagt. Ja, okay. Guck mal, hier, Direx ist schon fleißig am Wursteln, der hat schon ein Drittel abgebaut. Hallo, Redbeard. Hallo. Redbeards feuchter Traum wird wahr. Wir nehmen Schiffe auseinander. Ja.
Scheiße, ist das voll hier drin. Vor allem, das Problem ist, die benehmen sich alle noch ein bisschen komisch, die Komponenten. Die flippen hier drin herum, es ist nicht mehr schön. Redbeard, du holst... Muss ich tatsächlich noch selber runtergehen, eine Kiste beiseite räumen. Ich geh mal in die Starfarer und guck mal, ob ich... Was denn? Hast du die Waffe... Weiß nicht, der hat Mucken gemacht gerade. Die Waffe ist dir entglitten, ich sehe es schon. Ich geh mal in die Starfarer rein und guck mal, ob es da Komponenten gibt, ja? Ist die Frage, wie kommt man da rein? Ach so, warte, das Ding funktioniert. Ist alles gut. Kurz vor der Station. Hier hinten gibt es übrigens Laderaum in der. Hier gibt es Ladung in der Staff. Nicht viel, zwei Kisten. Ich komme mal mit der Ladung raus. Aua. Eine Kiste ist noch da, Redbeard, wenn du die noch holen willst. Ist ja geil, dass die Ladung hat. So, jetzt muss ich das Ding nur irgendwo reinsnappen lassen. Super. Lauf, Wolfi, lauf! Also, wo willst du denn hinlaufen? Redbeard, da passt nichts mehr hin an Ladung. Schiff holen. Diese scheiß Waffen hier. Grobgeschlechtiges Kropfzeug hier. Ja, was ist denn das? Guck dir das mal an hier. Da, hier, warte mal, da snappt da ein. So, der hat jetzt hier eingesnappt. Ja, da kannst du den. Warte mal, gib mir die mal. Danke. Komm, snap da oben drauf. Snap. So. Also ordentlich ist das nicht, was ich hier mache. So. Ja, mit der Katapulte kommen müssen. Ja, wohl, hier sind verschiedene Fächer, da kann man da besser einsortieren. Ja, vermutlich. Aber alles so kleine. Aber Wolfi kommt jetzt mit der was? Mit der Starfarer? Eigentlich wollte ich, aber ich wollte das ja nicht. Quatsch, mit der C2 meine ich. Naja, was willst du? Erst wieder viel. Die C2 ist sinnvoller. Ja. Schauen wir mal. So, hat's hier drinne? Drin? Bitte? Ja, bin drin. Gut. Wo soll es denn hier Komponenten geben, wenn ich das wüsste? Ich weiß auch nicht, ob mir das Sorgen machen sollte, dass um mich herum gerade das Schiff abgebaut wird, aber mein Gott. Bisschen Schwund ist ja immer, ne? Wo hat sie denn ihre Komponenten, wenn sie denn Komponenten hat? Ich weiß es nicht. Hat sie Komponenten? Ich glaube nicht. Sind die nicht zu groß? Nö. Wir haben hier immer Schiffe, die keine Komponenten haben. Guck mal hier. Nee, das ist auch keine Komponente. Das ganze Schiff fällt hier auseinander. Ich glaube, die Starfarer hatte auch noch keine. Ist ja eins der ältesten Schiffe eigentlich, ne? Die Reclaimer hat zum Beispiel Komponenten. Okay. Hast du was gefunden, Redbeard? Nein. Im Prinzip Traktorstrahl raus. Holen und auf alles zielen. Du müsstest die Komponenten sehen. Wenn die müssten dann halt aufleuchten. Ne? Na
Na, hier hat es jedenfalls keine. Dann müssen es die dicken Tanks abrupfen und den Betankungsstutzen. Ist die Frage, ob man das verkaufen kann und wenn ja, wo? Da baut der Direx ab. Das schöne Schiff kaputt hier macht. Ich gebe ihm eine neue Optik. Meinst du? Also ich weiß, dass man diese Tanks kaufen kann. Ich glaube auch bei Dumpers Depot. Also müsste man sie da auch vielleicht verkaufen können. Faustregel ist ja, da wo man sie kaufen kann, kann man sie auch verkaufen. Wie sieht's aus bei dir, Redbeard? Hast du da noch was? Ja, ich habe mich erfolgreich verlaufen. Sehr gut. Ja! Kurz gucken, wo der Wolfi gerade ist. Dafür ist das Schiff berühmt, fürs Verlaufen. Wo bist du denn, Wolfi? Ich bin bei euch. Ein paar Kilometer weg. In der C2? Ja. Sehr gut. Kann man das gleich einräumen. Da alles reinpasst? Naja, wenn passt in die C2 was rein, wo sonst? Ja. Ich sehe dich nur nicht. Wo bist denn du? Ich sehe dich auch nicht. Wie weit bist du entfernt? Einen Kilometer. Okay. Nee, kannst du vergessen, ich sehe ihn nicht. Wo soll ich denn hin auf eurer Seite? Hinten am besten. Am besten hinten, ja. Ich komm schon mal an, mach dann schon mal die Rampe auf und versuch mal so diesen einen Container da rein zu stopfen. Ach, da kommst du ja. So, dann komm mal ein bisschen ran, aber versuch uns nicht zu rammen. Licht an, jawohl. Blind, sehr schön. Ich weiß nicht, wie weit ich weg bin. Ja, kannst noch ein Stück. Halt. Mach mal unten. Warte, halt mal an. Halt mal komplett an. Ich komme jetzt nämlich angeflogen, ja? Also ich mach den I. So, ja. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. So, ich mach mal die Laderampe auf und dann gucken wir mal, ob das Ding darin passt. Ich hab auch meine Zweifel. Dann drücke ich wieder auf I und dann schnell auf Z, damit ich aufstehe. Das passt nicht. Ach, hör zu meckern. Wer gesagt Starfarer und gut ist. Ich würde sagen, es passt nicht. Also muss ich doch eine Starfarer holen. Ich weiß gar nicht, wie du der Meinung bist, dass das eine Starfarer, dass das da funktionieren würde. Wieso, wenn man... Besonders weil die Starfarer ja schon Tanks dran hat. Ja, aber die kann ich doch runternehmen, oder? Das, ja, und wo ist dann der Gewinn? Ja, indem ich die neuen Tanks von hier oder halt die kaputten Teile dann da rauflade bei mir. Nee. Aber was darin passen würde, ist folgendes. Warte mal, den packen wir mal weg hier. Pass auf, das da könnte. Hör schon mal auf hier. So, das wäre halt interessant. Warte mal, das hier. Gott. Geht gar nichts rein von dem Schiff. Doch, das wird schon funktionieren. Moment, ich hab's gleich. Ich flieg mal rein und nimm dir das Ding ab, glaube ich. Ja. Den blöden Betankungsstutzen mitnehmen. Juhu! So. Ob der was wert ist, ich weiß es nicht. Warte mal, ich versuche das mit dem Tank nochmal. Das muss doch gehen. Auf der anderen Seite oder was? Aber das geht doch. Ist da nicht rein? Warte mal, wenn man ihn ein bisschen hochkant. Warte mal, so vielleicht. Warte. Nee, das ist... Ich glaube, das können wir knicken.
glaube, das funktioniert nicht. Der ist zu fett, oder? Ja. Hinein! Nein, okay, wir lassen das, sonst explodiert uns nachher das Schiff. So, der Tankstutzen springt immer wieder zurück. Ja, Schiff. Lass den da liegen, wo er ist. Ist okay. Den kann Wolfi dann irgendwo verkaufen. Keine Ahnung wo. So. Wollt ihr noch mal ein bisschen Zeug abgeben hier bei mir? Dann würde ich verkaufen fliegen nach Microtech. Ist ja hier. Nee, nicht nach Microtech. Was ist denn hier in der Nähe? Irgendeinen Planeten würde ich landen. Also ich habe 6 Kisten bei mir hinten drin. Na komm, dann gib die noch ab, dann fliegen wir verkaufen. Dann gucken wir mal, was bei dem ganzen Mist hier rumkommt. Ja, muss hier rankommen. Weil ich bin noch am Abbauen hier. Ja, ich komme auch hin. Wenn du dich nicht bewegst, ist es okay. Also ich beweg mich nur drehend. Die Position behalte ich. Gott, Eckart ist verfügbar. Eckart ist jetzt out, wir müssen Sachen abbauen. Will keiner mehr sehen. Nee. War Eckart nicht auch Hammerheads? Die sieht so kaputt aus. Da brauchst du keine 50.000 bezahlen. Da. Ja, da kriegst du sogar was dafür. Ja, aber da brauchst du erstmal ordentlich Ruf, oder? Ja, Wolfi, streng dich ran. Man dreht den Ruf wieder hoch. Und dann wird die Reklame. Und dann schöne drei Hammerheads-Missionen. Ja. Kann man natürlich machen. Erst platt machen und dann abbauen. Ich will es da drauf packen, warum geht das nicht? Ich lege es erstmal hier in der Mitte ab. Redbeard, kommst du an? Ich nehme die mal hier dann in Empfang. Okay. Ja. Und stapel die dann mal. Oder tu so zumindest, als würde ich sie stapeln. Ja, okay, funktioniert. Verdammter Mist. Das Aussteigen müssen sie noch ein bisschen optimieren. Konnte man bei Dumpers Depot auch Schiff Nee. Für Scrap müssen wir auf dem Planeten, ne? Ich glaube ja. Sieht auf jeden Fall schon sehr schön von der Seite aus, das Schiff. Irgendwie so pockenartig. Man kriegt die nur aufs Cargo Grid, wenn man im Schiff ist, Redbeard. So. Musst also. Ich glaube, drei Waffen abgehauen. Was heißt, meinst du mit abgehauen? Die sind gerade aus der Luke raus. Wo? Bei mir nicht. Also die Kisten haben hier bei der Vulture auch auf Raster eingesnappt, als ich draußen war. Ah, man sieht zwar die Umrisse nicht, aber snappen tut er trotzdem. Nein! Oh. Nein, unser Geld! Wie schrecklich! Unser Geld ist weg!